Ja, schönen guten Tag alle miteinander oder guten Morgen alle miteinander. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Wettervideo hier auf meinem Kanal. Ja, einige von euch haben sich ein Wettervideo gewünscht und das folgt jetzt auch. Ich will hier auf ein paar Dinge eingehen, ehrlich gesagt. Und ich fange einfach mal mit dem Dezember 2021 an, so wie er bisher verlaufen ist. Er ist ja noch nicht vorbei und Weihnachten steht ja vor der Tür, da gehe ich auch gleich drauf ein. Und ja, schauen wir uns erstmal das Wichtigste überhaupt an, was den Dezember im Allgemeinen angeht, diese krasse Abweichung, die wir jetzt schon haben. Ich meine, wir haben jetzt 8 Uhr morgens, wenn das jetzt gleich um 9 Uhr geupdatet ist, dann werden wir wahrscheinlich schon bei der Abweichung von 2 Grad nach oben sein, bezogen aufs alte Mittel. Es ist natürlich schon eine heftige Abweichung, ne? Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was vielleicht noch kommt. Und die Zahl ist deswegen so wichtig, weil ein Kaltwinter eigentlich ausgeschlossen ist, wenn der Dezember so heftig mild ausfällt. Also es gibt keinen Dezember, der eine Abweichung von 1, 1,5 oder 2 Grad sogar oder noch mehr zum Mittel hat und dann letztendlich aber noch einen Gesamtkaltwinter ermöglicht. Ja, also das ist eigentlich ausgeschlossen. Das könnte natürlich sein, dass das dieses Jahr der Fall ist. Ja, könnte theoretisch der Fall sein, aber gab es bisher nicht in der aufgezeichneten Wetterhistorie. Von daher ist das schon wichtig zu wissen. Und ich habe ja mit einem Winter gerechnet, der so ein halbes Grad zu warm ausfällt, bezogen aufs alte Mittel. Und das ist natürlich auch noch möglich, aber ein Kaltwinter ist definitiv jetzt nicht mehr möglich. Da müsste schon wirklich im Januar und auch im Februar letztendlich brachiale Kälte kommen. In beiden Monaten, damit man sagen kann, okay, da wäre noch ein kalter Gesamtwinter dann möglich. Und das ist meistens nicht der Fall, dass in 2 Monaten dann auch noch so eine heftige Kälte kommt. Vor allen Dingen, wenn wir berücksichtigen, wie warm höchstwahrscheinlich der Dezember ausfallen wird. Ja? Gut, das einmal dazu. Ja, gut. Jetzt etwas zu Weihnachten. Und zwar habe ich ein bisschen gewartet. Ja. Eigentlich bis heute, muss man ganz klar sagen, weil die Wetterkarten sehr, sehr spannend gewesen sind. Also man muss wirklich dazu sagen, es sah wirklich nach Weihnachten, weißen Weihnachten aus, und zwar deutschlandweit, mit auch ordentlichen Temperaturen, sprich Dauerfrost und eigentlich einem Weihnachten, was wir seit 11 Jahren nicht mehr in Deutschland so gehabt haben. Ne? Und man sagt ja auch, im Schnitt, wie gesagt, alle 7 Jahre gibt es weiße Weihnachten. Flächendeckend in Deutschland. Jetzt wären wir quasi im 11. Jahr schon, oder es wäre das 11. Jahr, und es wäre dann nach 11 Jahren so gesehen der Fall gewesen. Jetzt ist die Weihnachtssache noch nicht komplett entschieden, aber man kann schon Folgendes dazu sagen: komplett flächendeckend weiße Weihnachten wird es in Deutschland nicht geben. Ja, und das ist deswegen so ein bisschen traurig, weil die Karten wirklich sehr, sehr gut aussahen, und zwar auch im, wie soll ich sagen, 8-9-Tagesbereich. Und man hat gesehen, okay, da werden teilweise heftige Temperaturen berechnet, und man wusste, das hätte, also das würde auf jeden Fall irgendwie abgeschwächt werden, aber man hätte jetzt nicht gedacht, dass mehr oder weniger eine Kehrtwende in den Modellen vorhanden ist. Vor allen Dingen, weil es wirklich so ist, wenn vorher nicht viel in Sachen Winter im Dezember gewesen ist, dann steigen automatisch natürlich die Chancen für weiße Weihnachten, weil normalerweise kommt irgendwann immer im Dezember irgendwo ein Wintereinbruch. Ja, und der ist meistens auch wenn er nur kurz ist, nicht nur auf bestimmte Regionen bezogen, sondern schon auf ziemlich viele Gegenden in Deutschland. Ja, aber naja, es wird dieses Jahr ein bisschen, wieder einmal muss man dazu sagen, wieder einmal, ja, wahrscheinlich nichts mit flächendeckend weißen Weihnachten. Und wir können hier zum Beispiel mal auf den aktuellen Nuller GFS-Lauf gehen. Wir sind hier aktuell noch unter diesem Hoch bei den britischen Inseln. Das ist der Grund, warum wir eine Nord- bis Ostlage jetzt tatsächlich auch haben. Allerdings mit relativ hohen Temperaturen in der Höhe, und es gab ja auch keinen Schnee und Frost und deswegen dementsprechend keine große Kälte. Ja, weder im Tiefland noch irgendwie in den Bergen. Und was jetzt passieren wird, ist, dieses Hoch stellt sich auf, und das ist erstmal total in Ordnung. Da kommen wir in eine Nord- bis Nordwestlage hier rein. Ja, vollkommen in Ordnung. Und man würde jetzt denken, aufgrund der Ausmaße und aufgrund der Achse dieses Hochs, dass jetzt letztendlich das ein ziemlich guter, wenn wir hier berücksichtigen, das ist jetzt für morgen gerechnet, für den 19., dass das eine ziemlich gute Ausgangslage ist. Dafür, dass eben dieses Hoch weiter nach oben, nach Norden wandert, aber auch sich nach Skandinavien reinschiebt. Ja, und wir dann in eine Nordost- bis Ostlage kommen. Und es sieht erstmal ganz gut aus. Ja, bei Stunde 48 sehen wir haben einmal den Block hier bei Grönland.
Dann haben wir hier nochmal die Blockade bei den britischen Inseln und der Hochdruck, der reicht nach Skandinavien rein. Also eigentlich perfekt. Ja, es müsste man theoretisch sagen, okay, das Hoch muss sich hier irgendwie entscheiden, entweder nach Skandinavien rein oder nach Grönland. Ja, und wir schauen mal, was hier jetzt weiter passiert. Dieses Tief, dieses kleine Tief hier im Prinzip drückt, ja. Es drückt sehr extrem. Wir haben hier relativ soliden Hochdruck über Skandinavien, aber dieses kleine Tief hier, das drückt und gleichzeitig sehen wir, wird der Tiefdruck angefacht auf dem Atlantik. Und das Hoch wird eigentlich zerdrückt zwischen diesen beiden Tiefs, kann man ganz klar sagen. Und wir sehen auch, der Hochdruck verschwindet über Skandinavien und der Tiefdruck kehrt dort ein, ja. Und dadurch, dass wir jetzt letztendlich das Hoch in die Mangel genommen haben hier, ja, zwischen zwei Tiefs, geht dieses riesige Hochdruckgebiet einfach kaputt, muss man dazu sagen. Und das ist der Grund, warum letztendlich nicht mehr diese Kälte und nicht mehr diese Temperaturen und die gesamte Wetterlage so ausfällt, wie sie ausfallen sollte. Der Druck wird einfach zu stark auf dem Atlantik und oben haben wir auch noch ein Tief gehabt, was letztendlich gestört hat, ja. Und wenn wir jetzt weitergehen, dann sehen wir sind hier mehr oder weniger im Niemandsland. Wir haben relativ, wie soll ich sagen, große Höhenkälte, das sieht man hier an diesen Konvergenzlinien, ja, aber es wird nicht viel bringen. Und bevor ich jetzt nochmal auf die Temperaturen eingehe, wir sehen, wir haben hier zwar ein Tief über Skandinavien, aber dieses Tief hier, ja, westlich von den britischen Inseln stört halt einfach und sorgt dafür, dass wir nicht richtig in eine Nordlage kommen, in eine Ostlage schon mal gar nicht, auch keine richtige Nordwestlage. Wir sind hier noch so ein bisschen, wie gesagt, im Niemandsland, nicht richtig unter Hochdruck, nicht richtig unter Tiefdruck. Ja, mehr oder weniger eine westliche Anströmung, sieht man ja auch bei den Stromlinien. Ja, und dann kann man es im Prinzip vergessen. Ja, das, was der Nuller letztendlich sagt. Ja, und es wird im Prinzip nicht besser. Dieses Tiefdruckgebiet hier wird immer größer in seinen Ausmaßen. Und man bleibt hier tatsächlich über die Feiertage, das ist jetzt schon der 25. im Niemandsland, bis dann schlussendlich am 26. es dazu kommt, dass dieses Tiefdruckgebiet gewinnt und letztendlich wie in eine West- bis Südwestlage hier kommen. Ja? Und damit ist dann letztendlich auch eine deutlich, deutlich milde Wetterlage fast sicher, ja, die jetzt pünktlich über Weihnachten komischerweise eingeleitet wird, wo wir ja keine große Kälte bisher gehabt haben. Und es ist schon sehr interessant zu sehen, dass man hier eigentlich ein starkes Hochdruckgebiet über Grönland hat, aber dieses Grönlandhoch überhaupt keine Chance hat, dieses Tief wegzudrücken. Ja, und das ist wieder mal auch letztendlich dadurch begründet, dass hier große Kälte auf den Atlantik fließt, ja, und letztendlich dieses Tief anfacht. Es ist ja immer so, diese Blockadelage bei uns, sobald die vorhanden ist und sobald die sich etabliert hat, ist es schwer, die loszuwerden. Aber solange sie nicht wirklich etabliert ist, ist sie halt anfällig für Störungen. Und man hat ja selbst gesehen, dieses kleine Tief dort oben bei Grönland im Zusammenhang mit dem Tief, was auf dem Atlantik war und dann durchzieht hier bei uns, ja, hat ausgereicht, um dieses große, stabile Hoch letztendlich ja, zu eliminieren, kann man dazu sagen. Und ich gehe jetzt mal hier auf Stunde 96, um euch nochmal die 850er Temperaturen zu zeigen. Wir sind jetzt hier beim 22. und ich gehe jetzt mal bewusst auf den 24. Und dann sehen wir Folgendes. Ja, wir haben hier relativ krasse Luftmassengrenzen. Wir haben ganz im Süden Deutschlands natürlich absolute Wärme. Da wird es mit Sicherheit keine weißen Weihnachten geben. Das kann man ganz klar sagen. Ist schon irgendwie krass, ja, dass man das so sagen muss, weil normalerweise ja der Süden bevorzugt ist, was das angeht. Aber wenn letztendlich weiße Weihnachten irgendwo entstehen, wird es irgendwo über der Mitte oder im Norden tatsächlich dieses Jahr sein, weil wir hier sehen, wir haben die -5er Isotherme. Und hinter der -5er Isotherme ist es definitiv kalt genug für weiße Weihnachten. Genau an der -5er Isotherme kann es für reichlich Schnee sorgen, je nachdem auch in was für einer Höhenlage man sich befindet. Aber ganz im Süden Deutschlands ist eigentlich die Sache diesmal passé mit weißen Weihnachten. Ne? Und das ist schon heftig, wenn man das so sagen muss. Und die kommt tatsächlich auch hier bis zur Mitte voran, in diesem Lauf, die -5er Isotherme. Ja, aber wie gesagt, ein großer Teil Deutschlands wird auf jeden Fall schneefrei bleiben und selbst dort, wo die -5er und drunter besteht,
ist nicht garantiert, dass es zu weißen Weihnachten kommt. Es ist nur das Potenzial vorhanden. Sobald es mehr in Richtung westliche Anströmung geht, ist das eigentlich nicht möglich. Bei einer nordwestlichen bis nördlichen Anströmung könnte es dann tatsächlich der Fall sein. Ja, denn die Nordsee ist so stärker runtergekühlt als der Atlantik. Von daher ist die Anströmung dann relativ wichtig, gerade wenn nicht extreme Kälte letztendlich angezapft wird. Wir sehen ja die minus 10er zum Beispiel oder minus 15er, die wird gar nicht angezapft hier in diesem Lauf. Und dieser Lauf ist leider nicht, wie soll ich sagen, alleine vorhanden, sondern wenn man sich jetzt hier mal beispielsweise ja, das Mittel anschaut, das Mittel liegt bei knapp über minus 5 Grad und das ist hier in der Mitte Deutschlands, im Westen sogar, Westen, aber von der Nord-Süd-Achse her gesehen in der Mitte Deutschlands. Und wir sehen, da gibt es zwar einige Läufe, die tatsächlich zu Weihnachten doch ein bisschen weiter runtergehen, sogar deutlich unter die minus 5er Marke gehen. Einer geht sogar an die minus 10 ran, kurzweilig. Ja, aber die meisten Läufe befinden sich weit oberhalb der minus 5er. Ja, Marke kann man dazu sagen und hinten raus wird sowieso alles unsicher. Also es ist nur eine kurze Abkühlung, wenn man so will, die da stattfindet. Und pünktlich über die Feiertage wird es dann wieder milder. Jetzt muss man aber dazu sagen, hier ist man in der Mitte Deutschlands noch relativ gut, sag ich mal, was das angeht, aufgestellt. Wenn ich jetzt mal München zum Beispiel hier eingebe, gehen wir hier mal München ein, dann sehen wir, dass wir pünktlich zu den Feiertagen sogar über dem Mittel sind. Ja, dann sind wir hier sogar pünktlich zu den Feiertagen über dem Mittel. Und demzufolge wird hier nicht viel passieren. Ja, das im Prinzip zu der Lage. Jetzt könnte ich euch natürlich nochmal den EZ-Lauf zeigen. Der EZ-Lauf sieht eigentlich ähnlich aus. Es ist schon wirklich erstaunlich, wenn man sich immer bei Stunde 48 anschaut, wie letztendlich die Dinge aussehen. Dann würde man nicht denken, dass so ein Hoch sofort zerstört wird, aber das ist leider nun einmal der Fall. Eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht hier im Übrigen noch, dass dieses Hoch doch stärker berechnet wird als jetzt aktuell von den Modellen und dass sich da eine gewisse Verzögerung etabliert. Bedeutet also, dass wir vielleicht ein oder zwei Tage länger in dieser östlichen Strömung bleiben, auch wenn nicht die große Kälte mit vorhanden ist. Das kann aber am Boden letztendlich vieles ausmachen. Heißt dann natürlich gegebenenfalls Weihnachten mit Kahlfrost. Aber wenn wir Glück haben und es sollte mehr Kälte angezapft werden, könnte in gewissen Gebieten letztendlich auch noch Schnee ja, dabei entstehen. Das also wie gesagt dazu. Und genau, auf diese Läufe bin ich ja hier eingegangen. Also man sieht, hier in der Mitte gibt es doch mehr Läufe, die letztendlich ja, an die minus 10 Grad gehen und die über die Tage, über die Weihnachtsfeiertage dann doch ein gewisses ja, Klima ermöglichen. Wir sehen hier zum Beispiel dieser eine Lauf hier, dieser orangene, der bleibt die ganze Zeit unten. Also das wäre zum Beispiel so ein Lauf, wo man sagen würde, okay, der würde auf jeden Fall für weiße Weihnachten reichen. Aber die meisten Läufe halt eben, wie gesagt, nicht. Ja? Und wenn es überhaupt zu einer Luftmassengrenze kommt, dann wird es eben dafür sorgen, dass der Norden und die Mitte diesmal begünstigt sind und der Süden halt eben dieses Mal nicht. Ja, das grundsätzlich dazu. Es ist aber auch wichtig zu wissen, also sollte es nicht dazu kommen, dass diese Luftmassengrenze zumindest kommt, ja? Dann wird es eine westliche Anströmung für ein, zwei Wochen Minimum geben. Und damit ist eigentlich schon garantiert, wie warm oder mild der Dezember ausfällt. Und es ist damit aber auch schon garantiert, dass ein Großteil des Winters gelaufen ist. Daher ist jetzt aktuell diese Phase ganz, ganz entscheidend. Es muss nicht unbedingt immer eine Umstellung gegen Weihnachten erfolgen, aber dieses Mal ist Weihnachten wohl ziemlich der Knackpunkt. Weil wir hatten diese Dümpellage gehabt, wo wir nicht richtig Fisch, nicht richtig Fleisch hatten. Wir hatten keinen richtigen Winter, aber auch keinen Vorfrühling oder Frühling, sondern es war so ein Spätherbstgedöns, was wir eigentlich eher im November erwartet hätten. Und stattdessen haben wir das jetzt bekommen. Es gibt allerdings noch eine Möglichkeit oder eine Sache, die wir berücksichtigen müssen, und zwar etwas, was in der Stratosphäre stattfindet. Normalerweise hat man ja so alle 2 Jahre Major Warming, was eine Zonalwindumkehr
erzeugt. Es kann natürlich aber auch jährlich auftreten und irgendwie treten die seit 2, 3 Jahren mehr oder weniger jährlich auf, mal stärker, mal weniger stark, aber es ist immerhin immer zu einer Zonalwindumkehr gekommen die letzten 3 Jahre. Also die Wahrscheinlichkeit ist dann auch nicht gerade gering, dass wir tatsächlich auch dieses Jahr wieder ein sogenanntes Major Warming bekommen, weil wir sehen, der ist kugelrund, der Polarwirbel, auch bis Stunde 192, aber die Stratosphärenerwärmung, die geht einfach nicht weg. Und hinten raus wird was ganz Interessantes gezeigt, nämlich dass eine Erwärmung von zwei Seiten stattfindet. Und das ist meistens immer ein gutes Anzeichen dafür, und man sieht es auch an der Form des Polarwirbels, dass der gesplittet wird. Und das könnte letztendlich noch den Hoch- und Spätwinter dann so gesehen retten. Aber für den Dezember ist fast alles verloren. Es kommt jetzt über auf die Weihnachtsfeiertage an, kommt diese Luftmassengrenze oder kommt einfach die Südwestdüse deutschlandweit. Sollte die Südwestdüse deutschlandweit kommen, kann man eigentlich sagen, naja, da muss man auf dieses Warming hoffen, ansonsten ist der Winter mehr oder weniger gelaufen. Ja, oder auf eine Ausnahmelage wie im Februar 2012, wo das Sibirien hoch mal nach nach Osteuropa bzw. Skandinavien reingerückt ist. Aber ansonsten muss man sagen, sieht es halt ziemlich düster aus. Gerade wie gesagt, südlich des Rheins oder südlich des Niederrheins, südlich der Ruhr. Ja. Und ansonsten müssen wir halt abwarten, Leute. Das dazu.